DDHV News vom 21. Juli 2023. Der Gesetzentwurf. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News zu einer spezial super Sonderausgabe der DHV News, denn wir haben diesmal nur ein Thema zwischen den Vorbemerkungen und dem Ortsgruppenfunk, und das ist der Gesetzentwurf. Wir sind ja sowieso die ganze Zeit dabei, uns den anzugucken, den in allen möglichen Details durchzuforsten, um eben auch unsere Stellungnahme abzugeben. Montag ist die Deadline, wir sind also voll busy und haben auch gar keine Zeit, uns groß mit was anderem zu befassen. Das ist auch gar nichts anderes passiert großartig, was ich jetzt hier unbedingt erzählen müsste. Insofern ist das die Gelegenheit, euch im Prinzip mitzunehmen auf unsere nerdige Reise durch dieses Gesetz und euch teilhaben zu lassen an allem, was wir da so für unsere Stellungnahme vorbereiten, was uns aufgefallen ist in diesem Gesetzentwurf, auch im Vergleich zum Leak, der vorher ja schon bekannt geworden ist. Und ja, vielleicht freut ihr euch am Ende, dass es eine Organisation gibt, die sich damit befasst, die für euch im Prinzip bei der Bundesregierung ein paar Kritikpunkte anbringt, und überlegt mal, ob ihr nicht Fördermitglied beim Deutschen Handverband werden wollt. Wir könnten da ein bisschen Nachschub gebrauchen, damit wir diesen Prozess auch weiter stark mit begleiten können, der ja im Zweifelsfall bis zur endgültigen Legalisierung noch eine ganze Weile dauern wird. Wir brauchen da weiter euren Support. Aber jetzt eben zu diesem Gesetz und dem, was wir da vorhaben, reinzuschreiben in unsere Stellungnahme. Und vorher aber noch die Vorbemerkung natürlich, genau, die darf ich natürlich nicht vergessen. Einerseits haben wir neue Dingsbumse im Shop. Holzstäbchen, J-Tubes ist mir gesagt worden, ja, Drehkunst soll da reingehen, da kann man aufmachen nämlich und wieder zumachen und Dinge sicher drin transportieren. Gedrehte Kunst haben die Kollegen im Shop geschrieben, und es gibt eine helle und eine dunkle Variante. Das eine ist Nutzholz, das andere ist Olivenholz, kann man sich also nach Belieben aussuchen. Man kann auch natürlich beide nehmen und dann schön auch Musik machen damit. Und es ist ein Logo drauf vom Deutschen Handverband. Also eine ziemlich coole Sache. Und dann auch noch im DHV-Shop. Und eine gute Gelegenheit, euch zu erinnern, dass die Hanfparade bevorsteht. Ihr könnt kostenlos, abgesehen von Porto, bei uns bestellen Flyer und Aufkleber für die Hanfparade, die am 12. August in Berlin stattfindet. Die Mutter aller Legalize-Demonstrationen schon seit sehr langer Zeit, ja, seit selbst ich drogenpolitisch denken kann, war das so, dass das die große Demonstration für die Legalisierung in Deutschland ist. Also die Szene sieht sich in Berlin am 12. August. Und wenn ihr Lust habt, da noch ein bisschen mit Promo zu machen und die Message zu verbreiten, bestellt kostenlos bis auf die Portokosten diese Flyer und Aufkleber im Shop. Und da könnt ihr gleich noch hell und dunkel Drehkunstholzaufbewahrungsdingsbums mitbestellen. J-Tubes. So, lege ich weg, um euch jetzt voll zu konzentrieren auf das große Thema Gesetzentwurf. Und ja, da gehen wir tatsächlich einmal ganz durch. Ein paar Vorbemerkungen habe ich allerdings auch noch. Und zwar muss ich euch erstmal sagen, dass ich nicht alles erzählen werde, was uns aufgefallen ist. Das wäre doch ein bisschen arg viel. Ja, dann dauert das hier ewig. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ich muss weiterschreiben an der Stellungnahme. Aber es wird doch eine Menge sein, was ich euch zeige. Das wird auch eine längere Ausgabe hier. Und es wird vor allen Dingen überwiegend kritisch sein, weil das natürlich in unserer Stellungnahme die wesentlichen Punkte sind, dass wir auf Änderungsbedarf hinweisen, aber nicht so sehr auf das, was auch ganz gut ist an der ganzen Sache. Ja, im Großen und Ganzen geht das Ganze ja in die richtige Richtung. Ja, also die fast alle Punkte sind am Ende, selbst wenn die so umgesetzt werden, wie das jetzt da steht, besser als vorher. Ein paar Punkte nicht, ja, aber insgesamt geht das natürlich schon in die richtige Richtung. Insofern klingt das jetzt alles super, super kritisch, weil ich ständig nur über Kritikpunkte rede. Aber trotzdem muss man immer wieder sagen, wir sind hier global gesehen doch ganz vorne dabei, was jetzt liberale Cannabispolitik angeht, wenn das ungefähr in die Richtung geht, wie jetzt dieses Gesetz hier ist. Ja, und vielleicht schaffen wir es auch eben noch ein paar Probleme und Schwierigkeiten da rauszuholen aus dem Gesetz, damit das Ganze wirklich praktikabel wird. Wie gesagt, mit mehr Mitgliedern können wir auch mehr zubeißen an der Stelle. Der erste Punkt, den ich habe, ja, gehen wir gleich mal ganz am Anfang rein, Referentenentwurf für ein Cannabis-Gesetz. Kurz zum Aufbau vielleicht. Hier ist die Rede von CAN-G, Cannabis-Gesetz, und weiter unten ist Cannabis-Anbaugesetz.
Da wundert man sich schon, was denn jetzt, ja? Und es ist tatsächlich so, dass dieses CanG, Cannabis-Gesetz, eine Menge andere Gesetze berührt und ganz neue Gesetze beinhaltet. Zum Beispiel das Cannabis-Anbaugesetz, aber auch das Cannabis-Medizingesetz, auch ein eigenes Gesetz innerhalb dieses ganzen Gesetzgebungsverfahrens. Und das CanG, Cannabis-Gesetz, ändert auch noch ganz andere Gesetze, die schon bestehen. Also zum Beispiel das Betäubungsmittelgesetz oder das Nichtraucherschutzgesetz. Ja, das ist alles Teil dieses CanG, Cannabis-Gesetzes. Und das Cannabis-Anbaugesetz ist ein komplett neues Gesetz als Teil des Cannabis-Gesetzes. Ja, ein bisschen verwirrend, ja, das ist ein ganz schöner Wust. Aber so ist es jedenfalls. So mal grob zur Struktur. Dann zur Prosa. Ja, das ist einer der Punkte, die positiv auffallen. Ja, einer der wenigen positiven Punkte, die ich hier mal nenne im Vergleich zum Leak, zu dem Zwischenstand sozusagen, der ja mal irgendwann bekannt geworden ist, was von Lauterbach an die anderen Ministerien gegangen ist, bevor die sich jetzt auf dieses Ding hier geeinigt haben. Da war immer die Rede von Sucht-Cannabis, ja, in Abgrenzung zu Medizin-Cannabis. Und an manchen Stellen stand da sogar Cannabis zu Suchtzwecken. Ja, da fällt man tot um, dass man denkt, so, was ist das jetzt, der Paradigmenwechsel irgendwie, den die da vorhaben, dass die jetzt von Suchtcannabis sprechen. Ja, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie da reden. Aber jetzt haben sie es geschafft, da zumindest Konsumcannabis draus zu machen, vom Wording her. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt, ja, ein kleiner, einfach so vom Wording her, ne? Mit ein bisschen Glück hat man ein bisschen die Denke auch schon mal mitgezogen dann dabei, ja, dass bei denen so ein bisschen reinsickert, so, okay, naja, bisschen mehr Paradigmenwechsel kann auch das ganze Gesetz inhaltlich noch vertragen. Dann noch aus dem Intro sozusagen, was bei jedem Gesetz dann kommt, ja, wie teuer wird das Ganze überhaupt für den Steuerzahler, für die Bürger, für die Staatskasse auch und so weiter. Welche Folgen hat das Ganze? Das ist so Standard im Prinzip für jedes Gesetz. Und da steht auch drin, dass zusätzliche Lohnsteuereinnahmen von insgesamt 200.000 Euro im ersten Jahr, 300.000 im zweiten Jahr, 400 im dritten und so weiter zu erwarten sind. Und das ist sehr wenig. Ja, da würde man normalerweise mit mehr rechnen. Und es gibt auch eine Neuberechnung der Finanzstudie von Justus Haukapp, der für das Handelsblatt mal runtergebrochen hat, was jetzt eigentlich seine eigentliche Studie zu den möglichen Steuereinnahmen durch Legalisierung, hier die alten Hasen der V-News-Zuschauer kennen diese Studie, die hat er runtergebrochen auf Säule 1. Also was, wenn man nicht voll legalisiert in Deutschland, sondern was passiert, wenn man nur Eigenanbau legalisiert, den Besitz und eben diese Social Clubs. Und da hat er aber viel größere Zahlen ausgerechnet. Mehr als 10-mal so viel, wie die hier aufschreiben mit ihren lächerlichen 200.000 Euro Lohnsteuereinnahmen im ersten Jahr. Wie das zustande kommt, da kommen wir später nochmal zu. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Marker, wo im Intro schon auffällt, so, da stimmt was nicht. Mit vielen Arbeitsplätzen rechnen die offensichtlich nicht durch Anbauclubs. Gehen wir weiter. Ja, hier habe ich nochmal diesen Aufbau und einen Anteil, eine Seite aus dem aus der Übersicht für das ganze Gesetz, da sieht man nochmal Cannabis-Gesetz, Cannabis-Anbaugesetz und so weiter. Ich habe aber jetzt auch Seiten da rausgeschnitten. Ich zeige euch nicht alle Seiten, damit ich nicht ewig scrolle. Gehen wir also rein in die allgemeinen Vorschriften und da haben wir ein Paragraph 1 in die Begriffsbestimmungen. Da kommt also ein ganzer Paragraph mit zig verschiedenen Punkten, wo es erstmal nur darum geht, wie definieren wir denn bestimmte Worte? Und das ist an manchen Stellen tatsächlich auch wichtig, beziehungsweise da verheddern die sich nachher auch drin, teilweise meiner Meinung nach, weil dann gar nicht klar wird, was ist denn jetzt eigentlich genau gemeint. Ja? Da ist eben insbesondere eine Verwirrung zwischen Vermehrungsmaterial, hier Punkt 5, Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen und Cannabis selbst, Punkt 6. Da ist nämlich mit dabei unter anderem Cannabispflanzen, Teile von Cannabispflanzen und dann mit Ausnahme von Vermehrungsmaterial nach Nummer 5, also von Stecklingen. Ja, also Cannabis beinhaltet Cannabispflanzen, aber nicht Stecklinge. Die sehen also unter Stecklingen was anderes als Cannabispflanzen. Ja, das wird hier irgendwie differenziert. Und das macht die Sache nachher ein bisschen kompliziert, wenn man gar nicht weiß, ja, was ist denn jetzt eigentlich genau erlaubt oder nicht und so. Da geht also schon sehr in die Feinheiten rein. Ja? Hinten ist übrigens noch ein Erläuterungsteil. So gut die Hälfte von dem ganzen Text mit 160 Seiten ist nur Erläuterung, wo im Prinzip jeder einzelne Paragraph und jeder einzelne Absatz nochmal kommentiert wird, was soll das überhaupt, worum geht es da eigentlich, ne? Oder nochmal erklärt wird, worauf das Ganze hinausläuft. Und da wird zum Beispiel gesagt,
Stecklinge sind Jungpflanzen. Ja, aber keine Cannabispflanzen. Also nach der Definition hier. Da sind also wirklich ein paar verwirrende Sachen, wo man den Eindruck hat, die haben da selber sich auch ein bisschen verheddert in ihrer ganzen Definiererei. Dann haben wir Paragraph 2, Umgang mit Cannabis. Es ist verboten. Alles Mögliche, was mit Cannabis zusammenhängt, ist verboten. Das ist neu da drin tatsächlich, war vorher in dem Leak noch nicht so. Dieser grundsätzliche Ansatz erstmal zu sagen, okay, nach wie vor, quasi wir streichen zwar das ganze Zeug aus dem Betäubungsmittelgesetz, alles was mit Cannabis zu tun hat, steht nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz, aber wir fangen trotzdem erstmal an, das neue Gesetz hier mit Cannabis ist verboten. Ja, bums aus. Zu besitzen, anzubauen, Handel treiben, veräußern, bla bla, alles mögliche, was mit Cannabis ist, ist verboten. Um dann Ausnahmen zu definieren. Also dieser Teil ist neu seit dem Leak, ganz neue Systematik im Prinzip, haben die sich ausgedacht. Erstmal auf der Grundlage von ist verboten und dann die Definition von Ausnahmen. So, und da haben wir als eine Ausnahme den Besitz. Erlaubter Besitz. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt. Da haben wir schon mehrere Anmerkungen dazu im Prinzip. Erstmal der Punkt, 25 Gramm darf gerne mehr sein. Das ist jetzt nicht besonders viel für jemand, der halt viel konsumiert, der selbst anbaut und so weiter. Ja, es gibt genug Leute, die auch gerne mal mit mehr als 25 Gramm unterwegs sind, ohne das jetzt irgendwie verkaufen oder so. Genau wie es Leute gibt, die den ganzen Kofferraum voll Bierkästen haben, auch ohne die zu verkaufen, sondern die trinken die halt einfach weg mit der Zeit. Ja? Also insofern, auch in den USA hat man teilweise deutlich höhere Mengen, die man auch öffentlich mit sich rumtragen kann. Also das ist Punkt 1, das werden wir schreiben in unserer Stellungnahme. Punkt 2, und da ist noch ein größeres Problem, dass man zu Hause auch nicht mehr als 25 Gramm besitzen darf, nach dieser Version hier. Die haben also den Punkt gestrichen, dass man den Besitz aus Eigenanbau natürlich dann mehr zu Hause haben darf, weil natürlich aus jeder Pflanze oder bei drei Pflanzen mehr rauskommt als 25 Gramm. Das ist ein Riesenproblem, da mussten die unbedingt ran. Aber was hier auch mit drin steht, das gilt nur für über 18-Jährige. Jugendliche begehen weiterhin, also für Jugendliche ist weiterhin der Besitz nicht erlaubt. Ja, es ist verboten für Jugendliche Cannabis zu besitzen. Und das ist bei Alkohol nicht so. Ja, auch wenn das behauptet wird, selbst auf offiziellen Staatsseiten sozusagen, BZGA und so, steht was von Jugendlichen dürfen das nicht besitzen. Aber im Gesetz, Jugendschutzgesetz steht das nicht, die dürfen keinen Alkohol besitzen. Die dürfen nur nicht an die verkauft werden. Und man darf ihnen keine Gelegenheit zum Konsum verschaffen und so weiter. Aber es ist nicht verboten für Cannabis, für Jugendliche, Bier zu besitzen. Ja? Und bei Cannabis soll es anders sein. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt keine Strafe, die da irgendwie definiert wird, wenn Jugendliche Cannabis besitzen. Aber trotzdem, für Jugendliche soll weiterhin im Prinzip das nicht erlaubt sein, dieser Besitz. Und das ist ein Unterschied zu Alkohol, der im Prinzip nicht wirklich einsehbar ist. Im europäischen Vergleich, vielleicht das auch noch kurz gesagt, ja, sind 25 Gramm natürlich nicht gerade wenig. Ne? Also Malta hat ja zum Beispiel als erstes europäisches Land und bisher als einziges Land einen vollkommen legalen Besitz von Cannabis, also nicht nur eine Duldung, weggucken von wegen oder wird nicht bestraft oder so, ist eine Straftat, die nur nicht bestraft wird oder ist eine Ordnungswidrigkeit oder so, ja, sondern komplett legal, gibt es nur in Malta und da haben sie 7 Gramm zum Beispiel. Während hier jetzt mit 25 Gramm die Regierung so ins Rennen geht. Für uns darf es also trotzdem mehr sein, aber ist jetzt auch nicht dramatisch wenig, muss man eben auch dazu sagen. Hinweis noch, die Beschränkung des Besitzes von Cannabis für Soldatinnen und Soldaten kann aufrechterhalten bleiben. Ja, also der Bund kann weiterhin sagen, Bundeswehr kann sagen, ja Soldaten, ihr dürft kein Cannabis besitzen. Ja, dürft ihr auch nicht mit dabei haben oder so weiter, auch nicht außerhalb der Kaserne, ja, ihr dürft kein Cannabis besitzen. Die haben halt ein bisschen eingeschränkte Rechte an vielen Stellen und ich denke, dass das eine Abweichung zu Alkohol ist. Ja, also soweit ich weiß, wird bei der Bundeswehr ordentlich gesoffen, ja, das ist auch kein Problem. Bei Cannabis ist das wohl möglich zumindest. Ja, das wird jetzt quasi der Bundeswehr überlassen, wie sie damit umgehen will, ob das jetzt in Ordnung ist für Soldaten oder nicht. Von daher, ja, falls es irgendeine Bundeswehr-Gewerkschaft oder sowas gibt, ja, oder Jugend, Bundeswehr-Jugend, Soldatenjugend, keine Ahnung, ja, geht mal auf die Barrikaden und sagt, ja, was soll das, wenn wir saufen dürfen, wollen wir auch kiffen dürfen. Dann noch ein Hinweis, Einfuhr von Cannabis-Samen.
Es dürfen Cannabis-Samen importiert werden. Die darf man also, wenn man einen Eigenanbau betreibt, einfach ganz normal bestellen. Wie jetzt ja auch, macht ja sowieso jeder, ja, irgendwie im Ausland Cannabis-Samen bestellen und dann selber anbauen und so weiter. Komischerweise nur aus der Europäischen Union, warum auch immer, dürfen die importiert werden. Da werden wir auch sagen, ja, was soll das? Ne? Ich will auch woanders her, meinetwegen aus der Schweiz oder was, das ist ja nicht die Europäische Union, Cannabis-Samen bestellen können oder aus Kalifornien meinetwegen oder so, ja, warum nicht? Aber was da auch noch im Prinzip an Stichwort dabei ist, sozusagen der Unterschied zum Leak, dass das Bundessortenamt aus dem Spiel ist. Das war eins der Probleme, die vorher in der Version noch drin war, dass im Prinzip in Deutschland zumindest nur Sorten gehandelt werden dürfen sollten und so weiter, die vom Bundessortenamt vorher geprüft worden ist und zugelassen worden ist. Also ein Riesengedöns mit Zulassungsverfahren für Cannabis-Samen, weil es sonst nirgendwo in Europa gibt. Ja, die ganzen Samenbanken, die es so gibt, die hunderte von Sorten irgendwie im Angebot haben und so, die würden alle ausfallen im Prinzip. Jedenfalls, wenn die in Deutschland abgegeben werden sollen durch die CSCs. Das kommt an anderer Stelle nochmal. Das heißt, im Ausland bestellen hätte man alle möglichen Sorten können, ne? Aber hier in Deutschland hätten die Anbauclubs den Leuten nur genehmigte Sorten geben dürfen und das ist jetzt raus. Ja, wunderbar, Bundessortenamt ist aus dem Spiel. Da können wir nochmal gucken, ja, wenn die Industrie da Bock drauf hat bei Säule 2, ne, oder bei einer vollständigen Legalisierung, ob die dann irgendwie nochmal so ein Antragsverfahren da durchziehen wollen. Aber das haben wir vorher auch schon eingebracht in Diskussionen als Lobbyorganisation, gesagt, hier Sortenamt nicht für Kleingrower, nicht für Eigenanbau und so weiter, ne, da brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht zwangsweise. Ja, und das hat geklappt, wunderbar. Dann Konsumverbot, auch ein interessanter Punkt. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Konsum von Cannabis untersagt. Das ist das erste Konsumverbot von Drogen, was es überhaupt gibt in Deutschland. Das ist eine Verschlechterung im Vergleich zu vorher zum Status quo, weil Selbstschädigung verfassungsmäßig gar nicht bestraft werden kann und darf. Deswegen ist der Konsum selbst nicht verboten in Deutschland. Nur alles Mögliche, was man tun muss, um zu konsumieren. Also der Besitz geringer Mengen zum Beispiel, ja, ist verboten. Aber der Konsum selbst ist nicht verboten. Und das wird hier für Jugendliche jetzt erstmals in Deutschland definiert. Soll halt doch verboten sein für Jugendliche. Dann soll der Konsum verboten sein in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das ist auch ein Problem. Wir würden vorschlagen, dass man das auf Kinder reduziert, ja, in Anwesenheit von Kindern, wo man auch einigermaßen erkennen kann, ja, das sind wohl Kinder. Weil Jugendliche sind ja als solche nicht immer zwingend zu erkennen. Ja. Es gibt 17-Jährige, die sehen aus wie 25 oder so. Und die dürfen ja auch zum Beispiel in Etablissements des Nachtlebens, zumindest bis 12 Uhr, irgendwie rumlaufen. Von daher soll ich dann ständig fragen, junge Leute, die irgendwie vielleicht wie Mitte 20 aussehen, ob die vielleicht noch unter 18 sind, bevor ich da irgendwie konsumiere oder so. Ne? Das ist ja auch nicht praktikabel. Problematische Formulierung. Und der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit ist verboten. Und das ist eins der größten Probleme, eins der No-Gos, die wir definieren. Das geht überhaupt gar nicht klar, nämlich im Abstand von 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Kinderspielplätzen. 200 Meter, das ist eine ganze Menge. Und da hat jemand freundlicherweise eine Bubatz-Karte erstellt, die zeige ich euch auch mal. Hier jetzt mal der Bereich Berlin. Also ihr seht, da ist schon alles rot. Ja, da ist vorher eingestellt 200 Meter Abstand von diesen ganzen Einrichtungen. Und da ständig überall solche Einrichtungen sind, ist da kaum ein Fleck übrig. Und ich habe das jetzt mal eingestellt hier auf unser Büro, ja, Riekestraße im Prenzlauer Berg. Und da sieht man schon, wenn ich da nur so nah ranzoome, ja, da ist der komplette Karte rot. Da ist kein einziges Fleckchen im Umkreis von mehr als einem Kilometer, wo man irgendwo draußen konsumieren darf. Ja? Kein einziger Quadratmeter, wo Konsum erlaubt wäre. Und ja, selbst wenn man weiter rauszoomt, bleibt da nicht viel irgendwie übrig, außer vielleicht mal irgendwo ein Bahngleis oder so, ja, wo man dann überhaupt konsumieren darf. Wir sagen aber auch, ihr könnt übrigens selber mal ausprobieren, wie das ist mit weniger Abstand. Ja, das wird sicherlich auch diskutiert werden, den Abstand zu verringern. Und ich verlinke euch das hier in der Videobeschreibung, diese Bubatz-Karte. Da könnt ihr auch mal 100 Meter und 50 Meter einstellen und so, wie viel dann übrig bleibt. Ist ein ganz nettes Spielchen.
Aber wir sagen erstmal, diese Abstandsregelungen müssen komplett weg, weil die gar nicht einhaltbar sind. Auch nicht bei 25 Meter, weil man teilweise gar nicht weiß, dass da gerade so eine Einrichtung ist. Vielleicht ist man da an der Rückwand zum Beispiel von irgendeiner Schule unterwegs, die man so gar nicht sieht. Wenn man an der gleichen Straßenseite zum Beispiel vorbeikommt, als Ortsunkundiger zum Beispiel, ja, da weiß man noch nicht, dass jetzt da gleich die Rückwand von der Schule kommt oder so. Ja, oder hinter irgendeiner Mauer ein Spielplatz ist oder sowas. Ist also überhaupt nicht einhaltbar. Insofern glaube ich auch verfassungswidrig, weil es gibt ja ein Bestimmtheitsgebot, der Bürger muss ein Gesetz einhalten können und das kann er hier nicht, ja, weil er gar nicht weiß, ob da gerade ein Spielplatz um die Ecke ist und bei 200 Meter schon mal gar nicht. Ja? Und das Ganze soll auch gelten für 200 Meter Abstand zum Eingangsbereich von Anbauvereinigungen. Und die soll man gar nicht erkennen. Ja? Die sollen ja nicht werben dürfen. Die haben kein Schaufenster mit Fett-Hanfblättern im Innenraum oder irgendwas. Ja, die dürfen so eine kleine Kachel vielleicht irgendwo haben mit einem Logo drauf oder so. Aber das war's. Ja, das sieht man nicht von 25 Meter Entfernung. Und darf aber nicht innerhalb von 200 Meter Entfernung von den Dingern irgendwie konsumieren. Ja, das ist total irrsinnig. Und ich denke da mal gute Karten, dass das so nicht bleibt. Aber es darf auch so nicht bleiben, weil das ist wirklich ein Witz. Auch die Polizei kann das ja gar nicht genau sagen, ja? Ob das jetzt, wo jetzt da die 200 Meter aufhören oder nicht. Ne, da müssen wir im Prinzip die ganzen Städte mit dem Zirkel um diese ganzen Einrichtungen drumherum irgendwie abzirkeln, Boden irgendwie rot machen oder was, ja, wie auf der Bubatz-Karte, damit alle Beteiligten überhaupt wissen, was los ist. Also das geht überhaupt gar nicht klar. Fußgängerzone ist immer so, geistert schon länger auch im ersten Entwurf rum, was die da mit ihren Fußgängerzonen haben, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall von 7 bis 20 Uhr soll man nicht in Fußgängerzonen konsumieren dürfen. Danach, ja, hoch die Tüten, ja, da geht es dann los in Fußgängerzonen, da wird dann High Life geben, wenn nicht irgendwie in 200 Meter Abstand irgendein Jugenddingsbums ist. Ja, und da auch wieder Soldatinnen und Soldaten dürfen im Zweifelsfall auch nicht konsumieren. Nicht nur nicht besitzen, dürfen auch nicht konsumieren. Dann haben wir die Frühintervention, Paragraph 7. Das ist nochmal erwähnenswert, weil hier geht es im Prinzip die Frühinterventionsmaßnahmen für Jugendliche, also Präventionskurse letztendlich, zu denen heute sehr viele junge Menschen verknackt werden, zwangsweise dahin zu gehen, um ihre Strafe zu vermeiden. Ja, deswegen haben viele Bundesländer auch keine Einstellungsregel für Jugendliche, damit sie eine Zwangsmaßnahme, Zwangsmöglichkeit haben, Jugendliche in Zwangskurse, Präventionskurse zu schicken, wenn die mal mit 2 Gramm erwischt worden sind. Und das ist auch in vielen legalisierungskritischen Kreisen bis rein in die Drogenberatungsstellen ein Problem, weil die sagen, ja, das ist super mit dem Verbot, das treibt uns die Jugendlichen in die Beratung, ja, und da können wir denen super helfen und können super Prävention machen. Von daher ist das ein Fortschritt, dass hier steht, dass auch den Erziehungsberechtigten angeboten werden soll, dass die Jugendlichen an so einem Interventionsprogramm teilnehmen können. Also die sind freiwillig nach neuester Formulierung. Und das ist auf jeden Fall auch ein Fortschritt, weil vorher sollte weiterhin im Prinzip diese Zwangsgeschichte gelten, dass Jugendliche weiterhin unter Strafe stehen, wenn die konsumieren oder geringe Mengen besitzen und diese Strafen nur loswerden, wenn sie zwangsweise an solchen Kursen teilnehmen. Die sind jetzt freiwillig hier. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, sage ich mal, da kann man mit leben. Und das ist dann auch so ein bisschen so ähnlich wie der Umgang mit Alkohol. Ja, wenn man da Jugendliche im Park erwischt, die ständig besoffen sind oder eben ständig bekifft, ja, dann werden die Eltern mal angesprochen und vielleicht auch mal das Jugendamt und so weiter, ne? Und dann guckt man mal, ob man da vielleicht irgendwie ein Programm mal starten kann oder was. Schadet ja auch nicht, wenn man da mal hinguckt, ja, da können auch tiefer liegende Probleme dahinter stecken, aber zumindest ist keine Strafe da mehr angesagt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Fakt loswerden, dass dieses Konsumverbot, ja, dass wir da eben auch eine Angleichung zu Alkohol haben, weil das gibt auch so Möglichkeiten für die Behörden dann entsprechend ranzugehen an die Familien. Da braucht man jetzt kein Verbot dafür. Dann haben wir Eigenanbau. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich habe eben schon mal gesagt, 25 Gramm Besitz, Obergrenze, taugt überhaupt gar nicht für den Eigenanbau. Jeder, der selbst anbaut, hat mehr als 25 Gramm rumliegen zu Hause. Und gerade wenn man ökologisch machen will und nicht unter Lampe, also auch mit einer Ernte, durchkommen will pro Jahr, indem man die Pflanzen in die Sonne stellt, ja, da muss man eben auch mit der Saison gehen, da kann man nicht im Winter machen, da wächst da nichts. Insofern muss man mit einem Mal durch sein und dann hat man halt einen Jahresvorrat, der in praktisch allen Fällen über 25 Gramm liegen wird, wenn man selbst anbaut. Da müssen wir unbedingt noch was verändert kriegen.
Und in vorherigen Versionen stand da immer, die Ernte von 3 weiblichen blühenden Pflanzen darf gelagert werden, ohne die konkret zu definieren. Ja? Und wir brauchen eine konkrete Definition, weil alles andere führt vor einen Richter, ne? Alles andere führt zu Strafverfahren wieder, um das eben vor Gericht zu klären. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen Rechtssicherheit für alle Beteiligten, was jetzt nur erlaubt ist und was nicht. Und da muss man entweder klar definieren, welche Grenze, die viel höher liegt als hier, oder wir werden erstmal vorschlagen, lass das sein mit der Obergrenze, brauchen wir nicht. Ja, warum? Wir haben auch keine Obergrenze für Tabak und Alkohol zu Hause. Ja, ich kann auch 1000 Kästen Bier mir in den Keller stellen, wenn ich die nicht verkaufe. Ist das egal, ja, da interessiert das keinen. Also warum soll das bei Cannabis anders sein? Keine Besitzobergrenze und schon gar keine von 25 Gramm, das ist vollkommen unplausibel. Ja, da macht das überhaupt keinen Sinn mit dem Eigenanbau erlauben. Und vor allen Dingen, da sind wir jetzt bei der Definitionsfrage, zu Cannabis zählen auch Cannabispflanzen. Laut Definition von Cannabis. Ja? Und ich darf 25 Gramm Cannabis besitzen. Das heißt, die Pflanzen, die ich da anbaue, die wiegen ja alleine schon über 25 Gramm, auch wenn da noch kein einziges Gramm rauchbares, getrocknetes Marihuana dran hängt. Ja, eben Hanfblüten, die man rauchen will. Allein die Pflanzen würden einen schon in den illegalen Bereich schieben, bevor überhaupt irgendwas fertig ist da. Also da ist auch ein Definitionsproblem zusätzlich noch mit drin zu den eh schon viel zu geringen 25 Gramm. Ein positiver Aspekt dabei ist wiederum der Wohnsitz. Ja, dass da gesagt wird, man darf am Wohnsitz anbauen. Jetzt, wieso, was soll das jetzt heißen, ne? Fragt ihr euch. Aber habe ich auch erstmal, muss man erstmal rumgucken, wie ist denn jetzt Wohnsitz definiert. Und dazu gehört tatsächlich nicht nur die Wohnung selbst, was ich auch erstmal gedacht habe, ne? Von wegen Outdoor ist verboten. Aber nein, Outdoor ist nicht verboten, sondern zu Wohnsitz gehört durchaus auch der Garten, gehört sogar ein Kleingarten, der nicht unmittelbar dann an der Wohnung dranhängt, sondern auch Balkon und so weiter, gehört alles mit zur Wohnung. Und insofern ist dann eben auch der Anbau unter Sonne erlaubt. Man darf eben das nur nicht sehen, man muss gewisse Sicherungen einbauen sozusagen, ja, dass da nicht jeder hinkommt an die Pflanzen. Aber immerhin, ja, das war ein Punkt, wo wir lange auch für gekämpft haben sozusagen, dass eben nicht nur Lampengras möglich ist, auch aus ökologischen Gründen natürlich. Was dann aber komisch ist, ist die Formulierung, insgesamt bis zu 3 Cannabispflanzen dürfen privat angebaut werden. Da ist eine gute und schlechte Nachricht dabei, weil im Leak noch vor kurzem, vorher sozusagen vor diesem Entwurf, stand da 3 weibliche blühende Pflanzen pro Kalenderjahr. Und pro Kalenderjahr war Blödsinn, ja, wer soll das kontrollieren, ob ich jetzt das dritte Mal 3 weibliche Pflanzen da stehen habe oder das erste Mal. Das ist total, kann man vergessen. Es geht nur darum, wie viele Pflanzen habe ich gleichzeitig da stehen. Das haben sie verstanden, haben sie rausgenommen. Wunderbar, ja, positive Verbesserung. Aber dafür steht jetzt weibliche blühende Pflanzen nicht mehr dabei, sondern nur noch Cannabispflanzen. Und auch da, so oder so, brauchen wir nochmal eine konkretere Definition. Was genau darf ich denn jetzt eigentlich da stehen haben? Weil bei den weiblichen blühenden hat man immer automatisch angenommen, ja gut, da zusätzlich braucht man natürlich dann noch Stecklinge, ja, um dann irgendwie nachzuziehen und dann irgendwann wieder die nächste weibliche blühende Pflanze zu haben. Und dadurch, dass weiblich blühend so definiert war, dachte man eben auch, klar, denkt sich der Gesetzgeber dabei, dass eben auch andere dann zusätzlich möglich sind. Aber auch da hätten wir darauf gedrängt, dass da auch konkret dann steht, dass man auch andere Pflanzen, jüngere Pflanzen noch daneben stehen haben darf, weil das eben überhaupt nicht klar war und nicht offensichtlich gesagt wurde. Ja, das war dann so eine Interpretationsfrage. Und jetzt könnte man denken, insgesamt 3 Cannabispflanzen, jetzt haben sie den Topf dazu gemacht, ja, jetzt darf man insgesamt nur 3 Pflanzen da stehen haben. Aber Cannabispflanzen wiederum ist nicht so richtig definiert. Cannabispflanzen sind Bestandteil von Cannabis, von der Definition von Cannabis. Aber es gibt ja die Stecklinge, die definiert sind, ja, die Jungpflanzen sind. Sind Jungpflanzen jetzt auch Cannabispflanzen? Ich würde sagen, ja, die meinen wahrscheinlich, dass Jungpflanzen Cannabispflanzen sind. Aber da ist nicht genau definiert, was jetzt Cannabispflanzen sind. Ich nehme an, die meinen insgesamt 3. Aber da müssen wir eine Klarstellung haben, da müssen wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, eben mehr als 3 Pflanzen insgesamt zu haben, weil das sonst viel zu wenig ist. Ja, wir finden sowieso, dass wir auch da keine Obergrenze brauchen eigentlich. Ja, Hauptsache, es wird nichts verkauft kommerziell. Wer kommerziell verkaufen will, muss anmelden. Ja, irgendwann, wenn wir es endlich geschafft haben, eine richtige Legalisierung zu machen, soll halt wirklich da erstmal um Eigenkonsum gehen. Aber wie viel Pflanzen man da jetzt anbaut, ja Gott, das ist eigentlich nicht so wichtig. Auf gar keinen Fall eben insgesamt 3, ja, mit Stecklingen, das ist auf jeden Fall Blödsinn.
So, Nutzhanf darf man übrigens auch drei Pflanzen haben. Ja, alternativ, wenn man keine normalen haben will. Wenn man einfach den Hanf nett findet, so, dann kann man auch drei Nutzhanfpflanzen anbauen. Und jetzt kommt die Weitergabefrage. Man darf aus dem eigenen Anbau Hanf weitergeben, aber nur zum gemeinsamen Konsum in der Wohnung, wo eben der Hanf angebaut wurde, unmittelbar. Ja, also ich kann Leute einladen und sagen, guck mal hier, frisch geerntet, ja, lass mal ein bisschen bubatzen irgendwie und eine Runde Monopoly dabei spielen. Das ist kein Problem, das ist erlaubt. Ja, soweit so gut. Aber ich darf meinen Freunden nicht was von meiner Ernte mitgeben und sagen, wenn der jetzt sagt, ja, nee, ich muss doch fahren, ich will jetzt gerade gar nicht rauchen, ja, aber ich würde gerne mal probieren. Kann ich nicht sagen, ja gut, hier nimm mal ein halbes Gramm mit oder so. Ja, geht nicht. Ist verboten. Da müssen wir auch ran. Verschenken von Cannabis muss auf jeden Fall möglich sein. Sollte auch meiner Meinung nach möglich sein, mitzubringen und so weiter. Ja, immer Hauptsache keine Gewinnerziehungsabsicht. Sobald das gewerblich ist, ist das eine andere Sache. Aber der private Umgang muss auch beinhalten können, dass man auch mal was verschenkt, ohne dass das unmittelbar dann vor den Augen des Verschenkenden konsumiert wird. Ja, ja, genau, das ist nochmal auch ein wichtiger Punkt für uns. Verschenken muss möglich sein. Und dann sind wir schon beim Abschnitt Anbauvereinigungen. Ja, also bis dahin war das alles relativ kurz und übersichtlich, der Besitz und der Eigenanbau. Aber die Anbauclubs, ja, ganz andere Sache, das explodiert jetzt hier quasi an allen möglichen komischen Detailsachen irgendwie, die man da dann mit regeln muss. Und ich meine, so viel hätte man nicht regeln müssen, wie die das jetzt gemacht haben, weil das komplizierter ist als der Eigenanbau, ist ja auch irgendwie klar. Trotzdem, an vielen Stellen ließ sich das Ganze dann doch eher wie ein Anbauclub-Verhinderungsgesetz. Ja, und man fragt sich, warum haben sie den Teil überhaupt geschrieben, wenn sie gar nicht wollen, dass überhaupt irgendwer einen Anbauclub aufmacht, wenn sie doch irgendwie alles Mögliche dann verbieten und verhindern wollen und das irgendwie doch Suchtcannabis, ja, die wollen da anbauen, Cannabis zu Suchtzwecken und eigentlich müssen wir das alles verhindern. Eigentlich ist das alles ganz schrecklich, aber wir haben jetzt den Auftrag, das Gesetz zu schreiben. So ungefähr liest man das zum Teil. Naja, auf jeden Fall, ein Punkt dabei ist, wer darf überhaupt so einen Verein betreiben? Naja, wer darf da einen geschäftsführenden Vorstand? Und da sind alle möglichen Einschränkungen bei. Und hier komme ich mal zu der ersten, kommen nachher noch mehr. Erforderliche Zuverlässigkeit steht da, muss man haben. Und die ist nicht endgültig definiert. Es gibt zwar später ein paar Punkte, die da aufgeschrieben sind im Gesetz, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Aber auch darüber hinaus können im Prinzip, kann die zuständige Behörde, ist auch witzig, an allen möglichen Stellen steht die zuständige Behörde, ohne dass gesagt wird, wer soll das überhaupt sein. Aber das kommt auch später nochmal. Jedenfalls diese ominöse zuständige Behörde kann im Prinzip sich noch ein paar Zusatzgimmicks ausdenken, was jetzt die erforderliche Zuverlässigkeit überhaupt bedeutet. Ja, dann sagen die, ja, nee, also du bist jetzt voll nicht zuverlässig. Wir haben eine Schufa-Auskunft von dir. Ja, das geht gar nicht klar mit dir. Du darfst das nicht. Ne, also das muss klar endgültig abschließend definiert werden, was jetzt da für Beeinträchtigungen der Zuverlässigkeit, was das ist und was nicht, ne, um diese ganze Willkür der Behörden dann da rauszukriegen. Zweiter Punkt hier an dem Paragraphen 11 Erlaubnispflicht, das befriedete Besitztum. Da dürfen die anbauen und das beinhaltet auf jeden Fall auch Outdoor. Ja, da ist das noch klarer als beim Wohnen, bei der Wohnung. Bei der Wohnung musst du erstmal ein bisschen nachgucken, ja, was meinen die damit. Aber befriedetes Besitztum ist auf jeden Fall auch mit Outdoor-Bereich. Ne, man könnte also im Innenhof oder was weiß ich wo, also Gewächshaus irgendwo, die Möglichkeit hätte man da anzubauen, muss halt ein bisschen auf die Sicherung achten und so weiter, Einsehbarkeit und so. Aber das haben sie auf jeden Fall grundsätzlich jetzt mal erlaubt. Ne, ob die Vereine das jetzt machen wollen oder nicht, die können natürlich auch Indoor anbauen, wenn ihnen das lieber ist. Und irgendwie möglichst turbomäßiges Gras anbauen und so weiter. Aber ein Ökoverein, sag ich mal, ne, der sagt, mit dem Stromverbrauch, das wollen wir gar nicht. Ne, wir wollen auch mal Gras haben, was Sonne gesehen hat. Die dürfen das und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, der vorher nicht so ganz klar war. So, dann weitere Bedingungen für den Betrieb von Anbauclubs. Wir haben eine Mindestmitgliedschaft von 2 Monaten. Ja, die muss auf jeden Fall in der Satzung auch stehen und muss auch eingehalten werden und so weiter. Und das ist interessant, weil im Netz hört man immer schon mal was von Tagesmitgliedschaften in den Clubs, ne, was natürlich die Sache wesentlich durchlässiger machen würde, wesentlich einfacher und so weiter, auch wenn man umzieht oder wenn man irgendwo
was weiß ich, mal eine andere Stadt besuchen geht oder so, kann man da mal eben sich dann da sofort schnell vor Ort versorgen mit einer Tagesmitgliedschaft. Nee, geht nicht. 2 Monate müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Und was auch nicht geht, man darf nicht innerhalb einer Wohnung anbauen. Ja, also die müssen im Prinzip eigene Räumlichkeiten anmieten oder kaufen oder was weiß ich, jedenfalls die, die nicht in der Wohnung liegen. Was für kleinere CSCs zumindest ein Problem sein könnte, die halt vielleicht gerne machen würden. Ja, ein CSC oder ein Anbauclub, ein Anbauverein kann ja auch ein Verein mit 7 Leuten sein und mit 20 Leuten. Ein kleiner Freundeskreis, die sagen, ja, wir machen das jetzt mal zusammen. Ne? Wir haben ein paar Leute, die sich gut auskennen, ne? Und ein paar andere, die sich nicht so gut auskennen, die aber gerne mal einen rauchen und so. Wo man das so ein bisschen entspannter im kleineren Kreis machen kann, ohne gleich 500 Leute zu versorgen. Und dann wäre auch gut vorstellbar, dass man das eben in der Garage macht oder so, warum nicht. Aber das ist nicht gestattet. Ja, und dann kommen jetzt die Definitionen unter anderem, ja, was diese nicht erforderliche Zuverlässigkeit denn bedeutet. Das lese ich jetzt nicht alles vor, aber auf 2, 3 Sachen gehe ich ein. Und zwar eins ist, wenn Leute innerhalb der letzten 5 Jahre gegen das neue psychoaktive Stoffegesetz verstoßen haben, also irgendwas zu tun hatten mit irgendwelchen neuartigen Drogen, die nicht unter das BTMG fallen, sondern unter das AMG und das NPSG, eben neue psychoaktive Stoffegesetz. Meinetwegen, wenn man ein mittlerweile verbotenes 1P-LSD-Derivat irgendwann mal gekauft hat oder verkauft hat, dann ist man raus aus der Nummer. Oder, was jetzt hier noch viel entscheidender ist, ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz oder Arzneimittelgesetz, mit Ausnahme von Straftaten, die nach diesem Gesetz eben keine Straftaten mehr wären, ja, straffrei wären. Das heißt, Leute, die irgendwann mal mit 26 Gramm Cannabis erwischt worden sind oder Leute, die irgendwann mal mit 4 Hanfpflanzen beim Eigenanbau erwischt worden sind, sind nicht geeignet, demnach in den geschäftsführenden Vorstand eines Anbauclubs zu gehen, den zu organisieren. Na, obwohl das natürlich Leute sind, die besonders motiviert sind, Anbauclubs zu machen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Leute, die so einen Anbauclub aufmachen wollen, schon mal irgendwelche BTM-Straftaten hatten. Aber doch einige, ja, weil erstmal die wissen, wie man anbaut, ja, die haben Bock anzubauen, wenn sie mal erwischt worden sind beim Anbau. Ja, ist quasi auch so eine Art Qualitätsmerkmal, ja, oder so. Und vor allen Dingen haben die Lust, aus dieser Repression rauszukommen, aus dieser Prohibitionssituation, aus dieser Angstsituation, ständig verfolgt zu werden und so weiter. Und die freuen sich drauf, endlich legal eben das ganze Thema zu bearbeiten, die das als Hobby sehen und so. Und einen großen Teil dieser Leute hat eben ein Strafverfahren schon hinter sich. Wir haben ja jedes Jahr fast 200.000 Strafverfahren wegen konsumbezogener Cannabisdelikte. Da sind solche Sachen eben auch dabei. Also locker 1 Million in den letzten paar Jahren. Und die sind alle nicht geeignet, oder in den letzten 5 Jahren, ja, waren vielleicht ein bisschen weniger als 1 Million, aber doch etliche 100.000 Leute, die betroffen sind, die voll in Frage kommen oder motiviert sind, so einen Club zu betreiben, und die dürfen das einfach alle nicht. Auch völliger Quatsch. So, wenn wir gerade ein bisschen weiter gucken, haben wir hier Mitgliedschaft. Das ist der nächste Punkt, Paragraph 16. Anbauvereinigung darf höchstens 500 Mitglieder haben. Eine Person darf nur Mitglied in einer Anbauvereinigung sein. 500 Mitglieder ist ja allgemein bekannt. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal gehört, weil sie nur mal erwähnt haben. Und auch den Punkt, man darf nur in einer Anbauvereinigung Mitglied sein. Finde ich beides vollkommen unnötig. Vor allen Dingen, dass man nur in einer Mitglied sein darf. Ja, kann auch mal sein, dass eine gar nicht richtig in Gänge kommt, ja, und man will die trotzdem jetzt nicht gleich verlassen oder so, ne? Will vielleicht ein zweites Standbein haben oder einer hat bessere Auswahl, ja, oder einer hat die gute Sorte gut, der andere hat die Sorte gut, keine Ahnung. Warum nicht? Ja, das Ganze hat eigentlich nur den Grund, dass man sich vorstellt, den Konsum der Leute zu beschränken und zu sagen, wir wollen, dass die Leute nicht mehr als 50 Gramm im Monat bekommen, und deswegen dürfen die nicht in mehr als einer Anbauvereinigung sein, wenn man das sonst nicht kontrollieren kann. Weil eben auch Aufzeichnungen gemacht werden, wie viel denn jemand kriegt. Und die einzelnen Vereine haben die Anweisung, die dürfen nicht mehr als 50 Gramm pro Person ausgeben pro Monat. Und wenn einer in mehreren Vereinen ist, könnte das ja nicht mehr so ohne weiteres beobachtet werden.
Ja, obwohl natürlich Leute, die mehr konsumieren wollen, werden mehr konsumieren. Ja, dann kaufen die halt den Rest auf dem Schwarzmarkt und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also gibt es überhaupt keinen Grund, eigentlich diese Beschränkung zu machen, dass man nur in einem Anbauverein Mitglied sein darf. Aber dann die große Diskussion um die Beschäftigten. Ja, ist ja so, dass jetzt viele, die eigentlich vorhatten, im legalen Markt sich zu betätigen, wenn jetzt diese Legalisierung kommt, jetzt mal gucken, okay, was kann man denn jetzt mit diesen Anbauvereinigungen anfangen? Einerseits, wie kann man da vielleicht ein Leben draus machen? Und gleichzeitig haben natürlich auch die Anbauvereine grundsätzlich ein Interesse daran, Leute anzustellen, die bestimmte Dinge erledigen. Auch beim Eigenanbau oder beim Anbau für die Mitglieder. Und ja, warum nicht? Ja, warum sollte sich ein Verein nicht einen Grower anstellen und sagen, hier, mach das für uns, wir zahlen irgendwie was mehr Beitrag für deinen Lohn und freuen uns über die Ernte. Das aber genau soll eben nicht stattfinden. Hier wird jetzt gesagt, dass nur geringfügig Beschäftigte beim Anbau unterstützen dürfen, also keine Vollzeitbeschäftigten. Und auch eine Beauftragung Dritter ist nicht möglich, das war aber auch zu erwarten. Also man darf jetzt nicht irgendwie den Gärtner um die Ecke beauftragen und sagen, hier, bauen wir für uns an, wir verteilen das dann an unsere Mitglieder, weil das EU-mäßig natürlich schwierig wäre. Wir machen ja das ganze Theater mit dieser Beschränkung ohne Fachgeschäfte nur, weil die EU gesagt hat, oder angeblich, ja, weil Deutschland sagt, das ist nicht europarechtskonform mit dem ganzen Business-Anteil sozusagen, mit Geld verdienen mit Cannabis ist nicht, geht nicht europarechtlich. Insofern darf auch kein Dritter mit dem Anbau beauftragt werden, weil das wäre Geld verdienen mit Cannabisanbau. Deswegen muss das alles komplett innerhalb des Vereins stattfinden. Und deswegen ist auch hier in Absatz 2 steht immer ausdrücklich drin, was im Leak auch noch nicht so war. Die Mitglieder der Anbauvereinigung haben beim gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis aktiv mitzuwirken. Die Mitglieder haben beim Anbau mitzuwirken. Ja, also ist eine ziemlich harte Formulierung. Das heißt, im Zweifelsfall Gießplan für 500 Leute. Ja, steht auch nochmal dazu, eine aktive Mitwirkung ist insbesondere gegeben, wenn Mitglieder der Anbauvereinigung bei unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen Eigenanbau verbundenen Tätigkeiten durch persönliche aktive Tätigkeiten mitwirken. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn ich die Treppe putze im Vereinsheim, dann ist das auch irgendwie indirekt Mitwirkung am Anbau. Ja, das scheinen die sich nicht vorzustellen, sondern die wollen sämtliche Mitglieder irgendwie mal im Grow-Raum sehen, was auch aus hygienischen Gründen schwierig ist, ja, oder wo man auch denken könnte, okay, Gießplan für 500 Leute. Das klingt nach WG-Problemen, sag ich mal. Ja, das wird vermutlich nicht besonders toll funktionieren. Und diese ganze Pflanzenpflege kann auch nicht jeder gleich gut. Ne? Das ist also wirklich problematisch. Und beschränkt einfach die ganzen Clubs unnötig ein insgesamt. Ja. Komme ich später nochmal zu den Angestellten. Man könnte natürlich auch denken, es gibt andere Angestellte auch, weil jede Menge Administration auch möglich, also erledigt werden muss. Ja, die ganze Verwaltung und so weiter, ganze Aufzeichnungspflichten und so, gibt jede Menge Pflichten. Das könnte man auch durch Angestellte erledigen. Das ist auch hier im Gesetz nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Aber die Bundesregierung scheint das sich nicht so vorzustellen. Da kommen wir später nochmal zu. Jetzt erstmal zur kontrollierten Weitergabe, Paragraph 19. Anbauvereinigungen dürfen an jedes Mitglied höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag abgeben, weil die dürfen ja sowieso nicht mit mehr als 25 Gramm rumlaufen, und höchstens 50 Gramm pro Monat, habe ich schon mal gesagt. Ne? Auch deswegen darf man nur in einer Vereinigung Mitglied sein, damit das irgendwie kontrolliert werden kann oder zumindest dem einen Verein eben die Auflage gegeben werden kann, du darfst nicht mehr als die 50 Gramm verkaufen. An Heranwachsende, also von 18 bis 21, dürfen auch nur 30 Gramm pro Monat weitergegeben werden und der THC-Gehalt soll 10% nicht überschreiten. Das ist natürlich auch schwierig, dem werden wir auch widersprechen. Erstens, weil ab 18 ist man volljährig und darf alles Mögliche. Ja, das ist überhaupt nicht einsehbar, warum man mit 18 sich kaputt saufen kann mit Schnaps, aber keine 21 oder 20% Grassorte irgendwie kriegen soll. Da ist ja immer dieses Theater mit der Gehirnentwicklung, was da immer so vorgeschoben wird, ja, dass das Gehirn bis 27 oder was irgendwie noch nicht ganz ausgereift ist und der Konsum von Cannabis da irgendwie einen Einfluss drauf hat.
Aber natürlich hat auch der Konsum von Schnaps Einfluss auf dem Gehirn, was noch nicht ganz ausgereift ist. Ja, das hat auch überhaupt auf jedes Gehirn Auswirkungen. Ja, wenn man danach gehen würde, welche Substanz negative Auswirkungen auf das Gehirn hat, ja, dann müsste man Schnaps forever verbieten. Ja. Aber das ist einfach unsinnig und vor allen Dingen auch für die Betreiber der CSCs gar nicht so richtig oder nur schwer einhaltbar, weil eben die THC-Gehalte ja auch schwanken bei verschiedenen Sorten. Also eine Sorte zu haben, die einigermaßen gut an die 10% rankommt, aber nicht drüber kommt, das ist relativ schwierig und einfach eine unsinnige Vorgabe, die nur den Schwarzmarkt stärkt, ne, weil dann diese Leute eher auf den Schwarzmarkt weitergehen und sich halt richtiges Gras besorgen sozusagen. Wobei ich nicht sagen will, dass 10% Gras nicht auch schön sein kann, ja, weil das eben viel sanfter ist und nicht so wegklatscht und so weiter. Ja, das mag ja auch einigen schmecken. Aber trotzdem, ja, Jugendliche oder 18-Jährige oder 20-Jährige, die stärkeres Zeug haben wollen oder mal Hasch haben wollen oder was, die werden sich das besorgen, ja, auch wenn es im Verein eben nur 10% gibt. Das ist so ein Wunschkonzert irgendwie wieder. Dann, eine Sache erwähne ich an der Stelle vielleicht nochmal, wo es gerade um die THC-Werte geht. Das habe ich vorne bei den Definitionen jetzt nicht groß erwähnt. Zu Cannabis gehört auch einerseits Marihuana, Hanfblüten, aber auch Haschisch. Und die Anbauclubs dürfen auch Haschisch produzieren. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der lange nicht so klar war. Es war auch lange die Rede von insgesamt THC-Obergrenzen, von denen hier auch keine Rede ist. Also für richtige Erwachsene über 21 gibt es keine THC-Obergrenze erstmal, theoretisch. Und da dürfen auch starke Haschsorten mit verkauft werden und produziert werden in den Clubs. Das Ganze endet an dem Punkt, wo es an Extraktionen geht, mit Hilfe von Lösungsmitteln, inklusive Wasser. Na, also auch Eiswasser als Lösemittel ist da nicht mehr erlaubt. Also Isolator Hash geht nicht, aber Rosin geht. Ja, das ist diese Erhitzungspressmethode da irgendwie, wo auch schon richtig ordentliches Haschball rauskommt. Ja, das ist so ein Mixed Bag. Ja, wir würden sagen, klar, Extrakte sollten auch möglich sein. Das ist der neue Trend mit Dabbing und so weiter. Aber andererseits ist das auch schon mal viel besser als alles, was irgendwie vor einem Jahr noch diskutiert worden ist, mit Einschränkungen. Da kann man schon mal auch viel mit glücklich machen, sage ich mal, mit relativ anständigen Haschsorten da. Das sollte auf jeden Fall noch erwähnt worden sein. So, jetzt die Weitergabe von Vermehrungsmaterial. Anbauvereinigungen dürfen Vermehrungsmaterial weitergeben. Und Vermehrungsmaterial sind Samen und Stecklinge. Das heißt, andere dürfen das nicht, weil grundsätzlich alles verboten. Und da sagen wir, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, also den Anbauvereinen, die sowieso nicht kommerziell und ehrenamtlich betrieben werden, da so ein Monopol zu geben auf den Vertrieb in Deutschland dieser Dinge. Aus dem Ausland darf man zumindest die Samen bestellen, Stecklinge nicht, aber die Samen. Aber es gibt auch seit Jahrzehnten hunderte von Shops in Deutschland, die Anbauzubehör überwiegend für Cannabis-Anbau verkaufen. Ja, natürlich nicht genau zu dem Zweck, weil das verboten ist, aber es gehen doch in solche Läden relativ viele Leute rein und kaufen Zubehör und bauen Cannabis damit an. Ja? Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht in diesen Shops mindestens auch Hanfsamen verkauft werden dürfen. Das war auch ganz lange so. Bis Ende 90er ist das ganz normal gewesen. Und das ist auch immer noch in vielen europäischen Ländern ganz normal, dass Hanfsamen legal sind. Ja, da überhaupt nicht das ganze Theater überhaupt nicht darum gemacht wird. Deswegen kann man das ja im Ausland ohne weiteres bestellen. Ja, Spanien, Niederlande, Österreich, ja, etliche Länder sind da ganz vorne dabei. Und Deutschland, die jetzt hier so tun, wir sind jetzt hier die super Vorreiter für Legalisierung, sagen, ja, nee, also das mit dem Samenhandel, das wollen wir nur in den nicht kommerziellen Anbauvereinen da machen. Und Stecklinge auch, ja, soll bloß nicht irgendwie anderes Stecklinge vertreiben, nur die, aber die bitteschön auch nicht kommerziell. Ja, das ist alles irgendwie total verkrampft, zumal sowohl Stecklinge als auch Samen überhaupt nicht psychoaktiv sind, die kann man jetzt erstmal so nicht missbrauchen. Insofern, warum soll man das nicht auch woanders verkaufen? Ja, das ist Quatsch. Dann werden die auch genau definiert, wie viel dürfen die denn weitergeben. Ja, die dürfen höchstens 7 Samen oder 5 Stecklinge oder jeweils insgesamt höchstens 7 Samen und Stecklinge pro Monat weitergeben. Also da muss man erstmal schon stundenlang drüber nachdenken, was das überhaupt genau bedeutet. Man wundert sich auch, wie viel das ist. Ja, also insgesamt 7, wenn man überhaupt nur 3 Pflanzen anbauen darf. Das steht auch irgendwo in den Kommentaren drin, dass man dann sobald jetzt irgendwie das ordentlich aufgeht, ja, dann muss man sofort irgendwie alles vernichten, bis auf 3 Pflanzen wieder. Wobei dann auch wieder die Definitionsfrage kommt, ab wann ist denn überhaupt Steckling eine Cannabispflanze?
Auch da wird es dann wieder kompliziert in der Definition, wo die sich da irgendwie verheddern. Aber auf jeden Fall dieses Monopol auf dieses Vermehrungsmaterial, wie teils für die Clubs, das ist nicht wirklich nachzuvollziehen. Andererseits natürlich nett, dass sie überhaupt an den Vertrieb von Stecklingen mitgedacht haben. So, dann haben wir den Paragraph 21, Gesundheitsschutz. Anbauvereinigungen dürfen Cannabis nicht weitergeben, vermischt, vermengt, verbunden mit Tabak. Also keine vorgedrehten Joints. Oder mit Lebensmitteln oder Getränken, alkoholische Getränke. Keine Edibles, keine Kekse, keine Getränke mit THC. Beides problematisch, wobei ich das mit den Lebensmitteln schwieriger finde. Beim Tabak, ja gut, das haben wir auch lange diskutiert. Ja, wir haben ja letztes Jahr eine eigene Konferenz gemacht, um diese ganzen Fragen für uns erstmal klar zu haben, mit hunderten Leuten darum diskutiert, ob jetzt fertig gedrehte Joints da verkauft werden sollen oder nicht. Da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich komme damit klar, wenn die Leute selber ihr Gras mit Tabak versauen wollen, dass sie da Tabak halt mitbringen und selber drehen. Aber mit den Lebensmitteln, Edibles, schwierig. Also da finde ich es eigentlich besser, wenn das in den Clubs produziert wird, wo dann auch klar eine Inhaltsangabe dabei stehen müsste und sagen, hier, das ist eine Konsumeinheit, eine starke, eine schwache, eine mittlere oder so, ja, mit so und so viel THC pro Einheit. Während die Leute zu Hause dann einfach Pi mal Daumen irgendwie dann Gras irgendwie in den Kuchen reinschmeißen, ne, und sich dann wundern, was dann passiert. Ja, also das ist jetzt überzeugt mich auch nicht besonders. Warum keine Edibles in den Clubs? Ja, das sollte man erlauben. Und diese Stoffe dürfen auch nicht einzeln weitergegeben werden, also alkoholhaltige Getränke und Tabak insbesondere. Kann man also auch nicht im Verein kaufen, muss man wirklich dann denken, mitzubringen. Jupp. Dann nächster Punkt, Sicherungen. Ja, das ganze nicht psychoaktive Vermehrungsmaterial muss auch doll gesichert werden, sowohl in den Anbauclubs als auch zu Hause. Da muss man abschließen, die Samen dann. Ne? Also, dann Schnaps aus dem Schrank räumen und irgendwie auf Fensterbank stellen, ne? Aber dann schön die Samen irgendwie gut aufbewahren, am besten auch irgendwo abschließbar. Aber wo ich jetzt hier drauf raus will, ein wichtiger Punkt in Paragraph 22, der Transport von Cannabis und Vermehrungsmaterial zwischen Teilen des befriedeten Besitztums derselben Anbauvereinigung ist zulässig, sofern die Teile räumlich unmittelbar miteinander verbunden sind. Also man darf das transportieren, wenn es einen räumlich unmittelbaren Zusammenhang gibt. Ja, also quasi durch eine Tür transportieren. Vielleicht noch über einen Innenhof. Aber nicht von zwei verschiedenen Betriebsstätten. Und das ist wiederum eine unnötige Schwierigmachung, Hürden in Weglegerei für Anbauclubs bei der Auswahl ihrer Standorte. Das macht ja möglicherweise voll Sinn, nicht innerhalb der Stadt anzubauen, gerade wenn man zum Beispiel unter Sonne anbauen will und wenn in der Stadt sowieso kaum ein Fleck irgendwie da ist, wo man anbauen darf, auch für die Anbauclubs sollen nämlich 200 Meter Abstandsregelungen gelten, ja, auch da gibt es kaum Standorte. Hier, wie gesagt, im Umkreis um unser Büro könnte man nirgendwo einen Anbauclub aufmachen, mit dieser bescheuerten 200-Meter-Grenze. Also warum nicht nach Brandenburg raus? Ja, da verbrennt sowieso alles, Sonne ohne Ende, ja, Gewächshaus für Cannabis, wunderbar. Und dann das Zeug in die Stadt transportieren, meinetwegen mit Anmeldung und irgendwie abgeschlossenem Transportbehältnis oder was. Ja, aber irgendwie die Möglichkeit, das dann dahin zu transportieren, das muss doch gegeben sein. Ja, dann man einfach nur die Verteilung dann in dem Raum hier in Berlin regelt. Ja, oder vielleicht dann auch unserer Meinung nach einen Sozialraum hat, wo ein bisschen Schach gespielt werden darf und Kicker steht oder so. Aber muss ja nicht unbedingt da auch angebaut werden. Aber diese Regel hier verhindert diese Möglichkeit und muss alles an einem Ort stattfinden und das ist natürlich für die Standortsuche echt ein Problem. Paragraph 24, Mitgliedsbeiträge. Das ist auch so ein komisches Ding. Auch neu, das war im League auch noch nicht so. Mitgliedsbeiträge können als Grundbeiträge mit zusätzlichen Pauschalen gestaffelt werden, im Verhältnis zu den an die Mitglieder weitergegebenen Mengen Cannabis und Vermehrungsmaterial. Und dann Paragraph 25. Anbauvereinigungen dürfen für die Weitergabe von Cannabis keine weiteren Entgelte verlangen. Also es ist unmöglich im Prinzip für die Clubs, pro Gramm im Prinzip einen Preis festzulegen für die Mitglieder, zu dem die Ernte dann verteilt werden soll, sondern gibt nur pauschal
Beiträge dafür. Die sind zwar gestaffelt, ja, meinetwegen kann man drei verschiedene Beiträge machen für wenig, mittel und viel Konsumenten, aber trotzdem läuft das Ganze dann auf eine Flatrate raus. Ja, dann hat der Konsument einmal festgelegt, ich brauche ungefähr so und so viel und zahlt dann auch den Beitrag dafür und verliert Geld, wenn er nicht komplett abnimmt. Mal, ja, wenn er mal einen Monat zu wenig Bock hatte zum Kiffen, ja, dann ärgert er sich, ne, weil er im Prinzip das Geld verschenkt hat, holt sich das Gras trotzdem und muss dann im nächsten Monat irgendwie dreimal so viel rauchen, um dann wieder irgendwie auf die Beitragshöhe zu kommen oder so. Also es ist irrsinnig, ja. Gerade wenn der ganze Rest des Gesetzes trieft vor lauter Vorgaben, um da irgendwie den Konsum zu reduzieren und zu verhindern und Gedöns. Und dann bauen die hier so eine Flatrate ein, ja. Ich nehme an, das hat auch was mit dem Thema zu tun, dass sie so unkommerziell wie möglich haben wollen, das Ganze, ja, wegen der EU oder was. Aber trotzdem, das ist natürlich gesundheitspolitisch völliger Irrsinn irgendwie, dass man nicht für das Gramm bezahlt am Ende und dass man eine Flatrate hat und Geld verliert letztendlich, wenn man das nicht aufbraucht. Also das ist bescheuert. Ja, Dokumentations- und Berichtspflichten, Datenschutz-Harakiri, das muss natürlich auch nochmal erwähnt werden. Anbauvereinigungen haben alle möglichen Dinge zu dokumentieren. Also erstmal die ganzen Vorstandsmitglieder sowieso mit Name, Wohnort, Kontaktmöglichkeiten und so weiter. Woher habe ich Vermehrungsmaterial bezogen als Verein? Wie viel habe ich angebaut? Wie viel habe ich vernichtet? Wie viel habe ich gelagert, Gedöns? Aber vor allen Dingen auch die Mitglieder. Die Menge und der durchschnittliche THC-Gehalt des an das jeweilige Mitglied weitergegebenen Cannabis in Gramm, Datum der Weitergabe, Name, Vorname, Geburtsname des jeweiligen Mitglieds. Also total gläserne Mitglieder sozusagen, völlige Durchleuchtung. Wie viel habe ich in dem Monat konsumiert? Stückzahl der an natürliche Personen weitergegebenen Vermehrungsmaterialien, also eben Stecklinge, Samen und so weiter. Und wenn die Person Mitglied ist im Anbauverein, auch deren Name, Vorname, Geburtsjahr. Anbauvereinigungen haben personenbezogene Daten der zuständigen Behörde auf Verlangen elektronisch zu übermitteln. Und das ist eben genau der Datenschutz-Harakiri, den immer alle gesagt haben, das würde es nicht geben. Es wird keine Datenweitergabe jetzt an übergeordnete Behörden geben, außer in irgendwelchen Sonderfällen oder so. Wobei natürlich auch dabei jetzt definiert wird, in welchen Fällen die zuständigen Behörden da zugreifen dürfen. Ja, das steht ja hier auch nur auf Verlangen. Und wann die das verlangen, ist einigermaßen klar definiert, ja, wenn die einen Verdacht haben, dass irgendwelche illegalen Sachen laufen oder so, dann können die eben diese ganzen Daten anfordern. Aber sie werden auf jeden Fall erstmal erhoben, ja, sehr kleinteilig, sehr genau, welche Person hat wie viel Cannabis konsumiert, mit Klarnamen und allem Schnickschnack. Und ja, die Behörden können sich auch jederzeit im Prinzip Gründe aus den Fingern saugen, wieso sie jetzt mal die ganzen Daten haben wollen. Ne? Und das ist bestimmt in manchen bayerischen Städten eine sehr spooky Vorstellung irgendwie für die Konsumenten, die vor einem Jahr noch Telefonüberwachung hatten, weil sie, was weiß ich, bei der falschen Person irgendwie 2 Gramm gekauft haben oder so. Ja, Drogen sind die wichtigste Begründung für Telekommunikationsüberwachung. Die Leute haben Jahrzehnte der staatlichen Repression und massive Überwachung hinter sich und haben echt ein Problem mit dieser Offenlegung, jetzt auf einmal dem Staat zu sagen, ja klar, ich bin Konsument und ich konsumiere im Übrigen so und so viel und ich baue so und so viel Pflanzen an und hier so und so viel Samen und Stecklinge gekauft und so. Wenn man gar nicht weiß, ob nächstes Jahr der März irgendwie Bundeskanzler wird und Holecek Hardcore-Innenminister wird, ja, und uns mit dem Knüppel hinterherläuft oder so, ja, das hat schon eine spooky Angelegenheit und da wäre schon schön, wenn man das datenschutzmäßig ein bisschen nicht ganz so krass irgendwie hinkriegen könnte mit der ganzen Durchleuchtung und Datenkrakerei. Jetzt steht da im nächsten Paragraphen auch noch 35. Die zuständigen Behörden haben sich gegenseitig für den Vollzug des Gesetzes. Also, nee, das ist. Das ist was anderes. Die zuständigen Behörden. Ich habe eben die ominöse zuständige Behörde erwähnt. Ja, das hat bis dahin, ja, wir sind jetzt bei Paragraph 35, steht immer, die zuständige Behörde macht dies, macht das, also die Kompetenzen und darf die ganzen Daten abgreifen, bla bla. Und man fragt sich die ganze Zeit, was für eine zuständige Behörde, was soll das sein? Wer ist das überhaupt? Wer bestimmt das denn? Und da steht jetzt Paragraph 35. Die zuständigen Behörden haben sich gegenseitig die für den Vollzug des Gesetzes zuständigen Stellen mitzuteilen. Tada! Also, wisst ihr Bescheid, ja, die zuständigen Behörden teilen sich gegenseitig mit, wer zuständig ist.
Haben wir das Rätsel auch gelöst. Paragraph 35. Klasse. So, jetzt wird aber wieder ernst und zwar wirklich übel auch. Paragraph 36 Strafvorschriften. Und die sind komplett, also das geht überhaupt gar nicht klar. Ja? Also mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer mehr als 25 Gramm Cannabis besitzt. Also 26 Gramm Cannabis, Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre. Da sind die jetzt komplett irre da, ja, weil das geht ja überhaupt gar nicht. Und dann auch, wer mehr als 3 weibliche Cannabispflanzen gleichzeitig anbaut. Hast du 4 Cannabispflanzen, kannst du bis zu 3 Jahre in den Knast gehen, während 3 vollkommen legal sind. Was ist denn das für eine Übergangsregelung? Ja, das geht ja, also Guillotine an dem Moment, wo du da irgendwie minimal bagatellmäßig über irgendwelchen Grenzen liegst. Vollkommen verrückt. Also das muss unbedingt verringert werden. Wir brauchen da sowieso eine Übergangsregelung mit Ordnungswidrigkeiten. Ja, also wenn man überhaupt diese ganzen Grenzen haben will, ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, wir sind gar nicht irgendwie dafür, dass es überhaupt irgendwelche Obergrenzen gibt da an dem Punkt. Jedenfalls was die Mengen da angeht und die Zahl der Pflanzen. Aber gut, die würde es wohl geben. Ja, da werden wir uns nicht mit durchsetzen am Ende. Nur wenn es die dann gibt, diese Obergrenzen, dann muss es irgendwie einen Übergang geben, der mit Ordnungswidrigkeit und überschaubaren Bußgeldern abläuft. Ja? Kleine Warnung oder so. Ich meine, klar, muss man irgendeine Sanktion muss man dann haben, wenn man Regeln aufstellt. Ja? Sonst machen die Regeln ja keinen Sinn. Aber doch nicht gleich Knast, ja, wenn ich da leicht drüber liege. Zumal das auch wichtig ist in Bezug auf die Polizei. Weil die Polizei andauernd jetzt rumläuft und sagt, ja, wie sollen wir das denn kontrollieren, ob einer jetzt 25 oder 6 Gramm hat? Wie sollen wir das kontrollieren, ob einer 3 oder 4 Pflanzen zu Hause hat? Dann sage ich mal, ja, gar nicht. Soll überhaupt nicht kontrollieren. Ja, ist egal. Ist nicht eure Aufgabe. Und das funktioniert eben besser, wenn man eine Ordnungswidrigkeit hat, an der Stelle erstmal bei einer Überschreitung dieser Grenzen, weil die Polizei dann tatsächlich nicht ermitteln muss. Beim Verdacht auf eine Straftat muss die Polizei ermitteln. Das ist das Legalitätsprinzip in Deutschland. Aber für Ordnungswidrigkeiten gilt das nicht. Und dann kann man auch viel entspannter sagen, ja, ihr müsst jetzt nicht irgendwie dem Konsumenten hinterherrennen und mit eurer Feinwaage gucken, ob der jetzt 26 Gramm hat. Ja, auch deswegen brauchen wir diese Übergangsregelung und nicht gleich hier mit solchen Strafen einsteigen. Und dann geht es ja noch weiter, wird ja noch viel schlimmer. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter Nummer 4 Strafe nach Absatz 1 Nummer 1 bis 12 begeht und sich die Handlung auf eine nicht geringe Menge bezieht. Da haben wir auf einmal wieder die nicht geringe Menge aus dem Betäubungsmittelgesetz, wo man dachte, man ist die jetzt los, die auch gar nicht definiert ist, ja, sondern die von Gerichten definiert worden ist. Die steht nicht im Gesetz drin und liegt bei 7,5 Gramm THC. Auch jetzt im Betäubungsmittelrecht zieht da die nächste Strafverfolgungsstufe. Da ist man also Richtung Verbrecher unterwegs mit 7,5 Gramm THC. Und es ist sowieso schon unding, dass der Gesetzgeber da sich davor drückt, die konkret zu definieren und das mal wieder irgendwelchen Richtern überlässt. Aber ganz konkret heißt das auch, ich bin mit mindestens 3 Monaten unterwegs an Freiheitsstrafe mit 25 Gramm Haschisch, das 31% hat. Dann bin ich da drüber. Also eigentlich vollkommen legal. Ja? Es gibt starke Haschsorten beim CSC, kann ich mitbringen und so weiter. Und 25 Gramm sind auch legal. Ich kann auf jeden Fall ohne weiteres mit über 7,5 Gramm THC durch die Gegend laufen, die ich legal erworben habe, die ansonsten vorher überhaupt nicht unter Strafe stehen. Aber hier auf einmal wird mit der nicht geringen Menge mindestens 3 Monate Knast für legal erworbenes Hasch aufgerufen. Ja? Da steht hinten in der Kommentierung steht sogar drin, ja, das wird jetzt unter den neuen legalen Bedingungen, werden die 7,5 Gramm sich nicht halten können. Dann werden die Gerichte neue Grenzen einführen müssen, sagen die in der Kommentierung. Ja? Und dann warten wir irgendwie auf die Richter, warten seit 20 Jahren darauf, dass die Gerichte endlich mal diese scheiß 7,5 Gramm THC irgendwie kippen. Machen die aber nicht, die sagen immer, nö, passt so. Ja, und die sagen jetzt einfach so, trauen sich nicht selber was Größeres da reinzuschreiben, wollen aber unbedingt diese nicht geringe Menge da stehen haben. Und ja, warten mal ab, ob das nicht die Gerichte regeln. Ne? Und bis dahin werden Leute mit legalem Hasch verknackt, was sie gerade aus dem CSC geholt haben. Ja? Mit, vielleicht kann auch mal 10 Gramm THC sein. Ja? Das hört ja nicht bei
bei ein paar Prozent auf da, das Hasch, ja, Isolator Hasch, oder die Isolator ist ja verboten, aber Rosin Hasch, da ist man locker über diesen 7,5 Gramm THC, wenn man das legal 25 Gramm erworben hat. Und dann 3 Monate Knast, Minimum. Und dann wird es noch schlimmer. Verbrechenstatbestand sollte man eigentlich überhaupt nicht mehr haben. Ja? Mindeststrafe 1 Jahr bis zu 5 Jahren. Mindeststrafe 1 Jahr ist ein Verbrechenstatbestand. Der sollte mit Cannabis überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Egal, was für ein Vergehen man da jetzt mit Cannabis hat. Aber das ist auch der Fall. Nummer 4, wenn man eine Schusswaffe oder einen sonstigen Gegenstand mit sich führt, der seiner Art nach zur Verletzung von Personen geeignet und bestimmt ist. Und sich Cannabis in nicht geringer Menge verschafft. Also, man hat 25 Gramm Edelhasch vom Verein gerade geholt, läuft damit rum und hat ein Messer dabei. Dann ist das ein Verbrechenstatbestand, der mindestens 1 Jahr Knast mit sich bringt. Geht gar nicht, ja, also da müsste unbedingt was passieren, das kann man so nicht lassen. Das ist total irre. Und die Bußgeldvorschriften, ja, es gibt ja tatsächlich ein paar Punkte, wo es nicht in den Straftatbereich geht, sondern tatsächlich Ordnungswidrigkeiten angesagt sind, Paragraph 38. Und da betrifft es den Konsum. Bußgeldvorschriften Nummer 1. Ordnungswidrig, Absatz 1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Absatz 5 und so weiter Cannabis konsumiert. Also zum Beispiel innerhalb dieser 200 Meter Abstand von Kitas und Schulen. Ja, was man als normaler Passant, der jetzt nicht auswendig gelernt hat, wo die nächste Schule ist und so weiter, gar nicht einhalten kann und wird da dann irgendwie erwischt. Beim Konsum, egal mit welcher Menge in der Tasche, der Konsum reicht aus, dann ist das eben eine Ordnungswidrigkeit. Und jetzt kommt es, Absatz 2, die Ordnungswidrigkeit kann in Fällen des Absatz 1, Nummer 1 bis 4, also auch der genannte Fall, mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. 100.000 Euro, wenn ich einen Gramm in der Tasche habe oder nur eine Tüte, vielleicht aus so einem schönen Holzdings hier, ja, habe ich nur eine Tüte dabei, raucht die aus Versehen im Abstand von 199 Meter vom nächsten Spielplatz entfernt und muss eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro erwarten. Ja? Die wird mir angedroht hier in dem Gesetz. Komplett ballerballer, muss unbedingt geändert werden. Ich verstehe gar nicht, was die sich dabei denken. Das ist doch klar, dass das Schwachsinn ist. So, Paragraph 46. Da habe ich jetzt nun mal nur die Überschrift markiert als Reminder. Feststellung der Tilgungsfähigkeit von Eintragungen im Bundeszentralregister. Das ist die Amnestieregelung, die uns versprochen wurde. Ja, von wegen, es werden bisherige Einträge in den Computern über irgendwelche BTM-Straftaten getilgt, die jetzt nach dem neuen Gesetz eben nicht mehr illegal wären, aber damals illegal waren, als die Eintragung passiert ist. Und da, also da ist jetzt eine Regelung, ja, wie man da jetzt rauskommt aus dem Bundeszentralregister mit diesen Eintragungen. Aber der Punkt ist, das ist gar nicht entscheidend. Bundeszentralregister spielt eigentlich die geringste Rolle dabei. Da stehen die meisten Fälle, um die es hier geht, gar nicht drin. Da sollen eigentlich nur wichtige Straftaten drinstehen, wo die Polizei denkt, ja, das sollen auch die Kollegen in anderen Bundesländern unbedingt wissen. Ja, wenn da unser Schwerverbrecher vom Saarland nach Rheinland-Pfalz geht, ja, dann sollten die Rheinland-Pfälzer das wissen, wenn die in den Computer gucken, was für ein Verbrecher die da vor sich haben. Aber kleine Cannabis-Delikte stehen da, sollten da gar nicht drinstehen. Stehen zwar trotzdem einige drin, weil irgendwelche überfleißigen Polizisten denken, das sind auch schwere Verbrecher. Und weil sie das ja können, ja, haben sie das halt mal gemacht, so randommäßig. Aber eben die meisten dieser Delikte stehen da nicht drin. Aber in den Landespolizeicomputern stehen die drin. Ja, und da müssen die raus. Da sind die überall registriert. Alle, diese Vergehen. Und das ist auch das, weil aufpoppt immer sozusagen, wenn man nicht in meinem Bundesland kontrolliert wird. Bei einer, was weiß ich, Verkehrskontrolle oder so, wo die mal eben den Namen eintippen oder was. Da muss das raus, aber das wird hier überhaupt nicht adressiert. Hier geht ausschließlich bei der Amnestieregelung im Bundeszentralregister. Vollkommen Panne. Das ist keine Amnestie, das ist ein Witz. Aber wahrscheinlich können sie nicht anders, weil das sonst zustimmungspflichtig wird im Bundesrat. Weil dann natürlich eine Vorgabe an die Landespolizeibehörden ist, bestimmte Dinge zu löschen. Ich nehme an, dass deswegen nicht drinsteht. Das werden wir hoffentlich im weiteren Verfahren noch klären können. Aber das ist keine Amnestie in dem Sinne. Ja, das wird uns nicht allzu weit nach vorne bringen.
Paragraph 48, auch noch die Überschrift als Reminder, Evaluation des Gesetzes. Da renne ich schon ewig durch die Gegend und sage denen, ihr müsst mal anfangen damit, mit der Evaluierung. Ja, müssen wir ein vernünftiges Konzept aufstellen. Was wollen wir denn überhaupt alles untersuchen? Vorher, nachher, ja, wie wirkt das Ganze, die ganze Neuerung, wie wirkt das mit dem Eigenanbau und mit den Anbauclubs und so weiter auf die Gesellschaft, auf die Leute, auf die Gesundheit und so weiter. Da muss ich auch vorher Daten haben. Sonst kann ich überhaupt nicht vergleichen, vorher, nachher. Ja, das passiert aber nicht. Also fast nicht. Ja, da gibt es so ein paar randommäßige Ansätze, irgendwie ein paar verstreute Einzelaufträge scheinbar an irgendwelche Institute. Aber völlig kopflos und konzeptlos wird da reingerannt irgendwie und ich kann nicht erkennen, dass da irgendwie vorher ordentlich Geld ausgegeben wird, um mal anzufangen, Daten zu erheben. Und ja, der Plan ist ja, dass das zum Jahreswechsel irgendwann in Kraft tritt, das Ganze, und dann ist vorbei mit Vorherdaten. Also auch völlig kopfloses Agieren irgendwie, kann man nicht oft genug sagen. So, nach unten, jetzt kommt als nächstes Cannabis als Medizingesetz. Das ist halt wieder so ein Gesetz im Gesetz, ja, hatte ich ja erwähnt. Und da gehe ich jetzt nicht so intensiv ein, auch nicht auf das Nutzhanfgesetz. Aber einen Punkt habe ich dann doch, den ich da nennen will. Und zwar Paragraph 24. Absatz 5. Paragraph 5 Absatz 2 vom Cannabis-Anbaugesetz gilt entsprechend, wenn Cannabis zu medizinischen Zwecken im öffentlichen Raum mittels Inhalation angewendet wird. Mit anderen Worten, diese Abstandsregelung, 200 Meter rund um Schulen, Kinderspielplätze, bla bla, soll auch für Patienten gelten, wenn die Cannabis inhalieren, entweder per Vaporizer oder eben geraucht, was ja jetzt überhaupt kein Problem ist gerade. Ja, die dürfen ja überall konsumieren, jedenfalls überall, wo Tabak geraucht werden darf. Und das soll eingeschränkt werden. Ja, die sollen demnächst nicht mehr überall rauchen oder eben ihre Medizin einnehmen dürfen, wo Tabak geraucht wird. Und hier zum Beispiel im Umkreis des DAV-Büros, mehr als 1 Kilometer, eher 2-3 Kilometer, no way, irgendwie außerhalb privater Räumlichkeiten Medizin einzunehmen, inhalativ. Ja, auch Riesenproblem, Verschlechterung im Vergleich zu vorher. Ja, Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Nur weil es so schön ist, ja, das ist ja dann doch irgendwie nett zu sehen. Anlage 1 wird wie folgt geändert, die folgenden Positionen werden gestrichen. Und dann das ganze Cannabis-Gesumsel da, was da drin steht, ja, Cannabis kommt weg, Cannabis-Harz, Haschisch, alles raus aus dem BTMG. BTMG hat mit Cannabis nichts mehr zu tun. Auf den folgenden Seiten kommen noch THC in allen möglichen Varianten, geht alles raus aus dem Gesetz, hat sie erledigt mit BTMG. Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen Feierei, irgendwie, auch wenn das neue Gesetz immer noch sehr repressiv ist und teilweise auch völlig über Ziel hinausschießt. Aber ich glaube, das kriegen wir noch abgeschliffen. Trotzdem nett, dass sie es so gemacht haben, das Ganze aus dem BTMG halt konsequent rauszunehmen. So, und dann haben wir noch Änderung der Fahrerlaubnisverordnung. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken, wo dann eben Cannabis jetzt neu mit reingenommen wird, weil es ja eben kein Betäubungsmittelgesetz mehr ist. Ja, und dann aber trotzdem im Rahmen der Fahrerlaubnisverordnung irgendwie erfasst wird. Das ist eben eins der vielen Änderungsdinge, die mit in diesem Cannabisgesetz drinstecken, was aber nicht das eigentliche Cannabisgesetz betrifft, sondern Änderungen in anderen Gesetzen. Und der letzte Punkt, den ich dazu noch habe, habe ich gar nicht mehr. Nee, das war schon der letzte Punkt. Jetzt habe ich nur noch in der Prosa hinten drin. Das ist nämlich mein letzter Punkt hier. Dann bin ich fertig erstmal mit dem ganzen Kram hier. Und zwar der Hinweis, den ich zwischendurch mal hatte auf die Arbeitsplätze, wo ich gesagt habe, es sollen nur Minijobber angebaut werden für den Anbau in den Clubs, höchstens, ja, oder wenn überhaupt. Und wo ich gesagt habe, ja, die könnten ja auch andere Leute anstellen, insbesondere für den ganzen Papierkram, der ja ausufernd ist sozusagen, hat die da jemand haben, der auch für mehrere Vereine hat im Prinzip machen könnte. Ja, ein Vorstandsmitglied muss doch nicht mal zwingend Mitglied im Verein sein, also man könnte im Prinzip auch diese Leistung auslagern an Angestellte oder an Dienstleister, die dann Mitglied im geschäftsführenden Vorstand sind und das alles erledigen. Aber daran, auch wenn es nicht explizit verboten ist, denkt die Bundesregierung offensichtlich nicht. Und das wird eben hinten in den Erläuterungen deutlich, weil die bei den Sozialversicherungseinnahmen, das hatte ich am Anfang, glaube ich, auch schon mal erwähnt, sehr wenig, genau, am Anfang habe ich die Lohnsteuereinnahmen erwähnt, hier nochmal Sozialversicherungseinnahmen, auch sehr wenig ansetzen und da ganz konkret sagen, wir rechnen mit 100 Teilzeitbeschäftigungen im ersten Jahr.
im zweiten Jahr 150, im dritten 200. Also 100 Teilzeitbeschäftigungen. Und dann ein bisschen weiter unten steht, dass sie im ersten Jahr mit 1000 Anbauvereinen rechnen. 100 Teilzeitbeschäftige auf 1000 Anbauvereine. Das heißt, die rechnen damit, dass jeder 10. Anbauclub einen Minijobber für den Anbau einstellt. Und 9 haben also überhaupt keine Angestellten, die in keiner Weise irgendwie was machen. Und jeder 10. hat einen Minijobber für den Anbau. Also das ist minimal irgendwie, was die davon ausgehen, was man für Angestellte hat als Verein. Wenn es nicht explizit verboten ist, nehme ich an, dass es zum Teil anders laufen wird. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, das ist dann die Frage, wie viele Leute sind bereit, dann eben ehrenamtlich den ganzen Papierkram zu erledigen. Und wie viele sind umgekehrt bereit, einen höheren Beitrag zu bezahlen, damit jemand anders macht. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber nur hier noch der Hinweis, die Bundesregierung rechnet auf jeden Fall nicht damit, dass in größerem Umfang irgendwelche Angestellten in den Clubs arbeiten, sondern es sind alles wackere Ehrenamtler, die mit Herzblut zu 500 Leuten den Anbau machen und nebenbei noch irgendwie jede Menge Papierkram und so weiter. Das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich habe nicht ganz alles erwähnt, was uns so aufgefallen ist, aber doch einen großen Teil davon. Mit einem kritischen Blick auf die Sache, wie sich das für unsere Stellungnahme auch gehört. Es gibt natürlich auch viele positive Punkte, das muss man auch nochmal sagen. Aber jetzt habt ihr doch einen ganz guten Einblick erstmal in das, was jetzt gerade da steht und vielleicht auch in das, was noch geändert wird, Richtung Kabinettsentwurf. Ja, wenn wir mal Glück haben, ist viel von dem, was ich jetzt hier an Unsinn erzählt habe, schon weg, wenn das Ganze aus dem im Kabinett dann beschlossen wird, bevor das überhaupt in die parlamentarische Beratung geht. Und dann haben wir die nächste Stellungnahme sozusagen hier am Start, wo es dann darum geht, für den Bundestag nochmal das Ganze durchzukauen. Und vielleicht machen wir dann nochmal so eine Session hier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass bis dahin schon sich wieder eine Menge geändert hat. Damit jetzt noch kurz eben Ortsgruppenfunk, Infotisch in Mannheim. Da war die Ortsgruppe Rhein-Neckar aktiv, kreativ. Zeigen wir mal ein paar Bilder. Oder ein Videoausschnitt zeigen wir auch, war komm, Videoausschnitt. Lächle, bald ist das Gras legal, das ist doch ein super Spruch zum Schluss hier. Und dann kommen die Termine. Darmstadt. Offener Hanftisch, Freitag, 21. Juli, Ortsgruppe. Heute, das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen nach dem ganzen Gesabbel hier. In Berlin, grüner Block, morgen, CSD. Bis dahin ist es hoffentlich soweit, ja, dass die News online sind. Samstag, 11.15 Uhr, trifft sich der grüne Block der Hanfis für den CSD in Berlin. Um 11.15 Uhr am Hanfmuseum in Dresden. In Dresden trifft sich die Ortsgruppe am 22. Juli. 20 Uhr. Was bimmelt denn hier so blöd? Ah, mein Akku. Ja, das ist mein Akku. Okay. Mein Akku bimmelt. Macht euch da nichts draus. Hört da, filtert einfach weg. Ich bin noch gleich fertig. In Dresden trifft sich die Ortsgruppe am 22. Juli. In Halle trifft sich die Ortsgruppe am 2. August. In Regensburg trifft sich die Ortsgruppe am 5. August. Werdet Mitglied beim Handverband, damit wir weiter schön Stellungnahmen abgeben. Und abonniert den Kanal. Schlumpft die Glocke. Like das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Und jetzt Schluss mit Pieperei hier. Wir sehen.